Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallo. Warum bin ich tot? Weiß nicht. Also jetzt mal ehrlich. Hier ist irgendwas passiert. Also unsere ganzen Viecher stehen komplett anders, richtig merkwürdig, haben super viel Fleisch. Als wenn die irgendwie angegriffen wurden. Es könnte sein, dass ein Alpha oder so. Warte mal, Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Aktiviert die geile Glocke. Ich werde mich jetzt einfach mal respawnen bei Bett. Die stehen echt so merkwürdig wie noch nie zuvor. Ich will mir das gerade mal angucken. Da ist der Aslak wieder. Und das größte Problem ist, es kann sein, dass meine Items weg sind. Hä? Schmannige Agathe ist auch an einem richtig merkwürdigen Punkt. Manuel. Was denn? Ich sehe hier kein Dingens. Ja, war da kein X auf der Map gerade, als du reingekommen bist? What? Warte mal, bin ich denn überhaupt noch ich? Ja, ich bin Level 94. Bin ich ich? Ja, es kann ja sein, dass irgendwas resettet wurde. Schmannige Agathe hat 4 Level. Oh nein. Was? Irgendwas ist hier passiert. Bitte was? Was ist denn hier abgegangen? Aber wie kann ich denn... Ich meine, ich bin ja... Ich weiß auch nicht, wo ich mich hundertprozentig ausgelockt habe. Warte mal, ich kann ja nachgucken. So, ach stimmt, auch die Uhrzeit nach ganz unten. Um 3.42 Uhr. Hä? Aber von wo? Wem? Wir haben uns doch beide hier ausgelockt. Da steht doch. Nee, ich bin immer im Haus. Ich bin immer im Haus. Ja, aber ich habe mich definitiv, auch wenn nur irgendwo in der Nähe, ausgelockt. Ja. Also ich meine. Aber was steht denn da? Steht da irgendwie von einem Alpha-Raptor? Nee, da steht einfach sowas. Nur Tribe Member Palooken was killed. Vor allem, ich habe ja gestern da noch die Maschine oben ausgemacht, damit wir ein bisschen Benzin sparen. Stimmt, die hätte mich gerettet. Na, vielleicht auch nicht. Die hat ja einen doofen Winkel, aber ja, kann sein. Ja, ich habe keine Items mehr. Oh nein. Es ist alles gerade weg. Wo wir die neue Rüstung gecraftet haben. Aber du hast ja deine alte Rüstung noch hier. Oh Mann, ey, ich hatte doch gerade... Ich war schön blau. Hä? Wieso steht denn Littlefoot im Gehege? Bitte was? Es hat sich aber niemand auf unseren Server eingeloggt oder so, ne? Nee, sonst... Ja, nee, der steht so halb... Achso, nee, der ist nicht drin. Der ist so halb reingebackt. Ich glaube nicht, dass der da drin ist. Das sieht irgendwie nicht so aus. Oh, das ist noch ein Rex-Ei. Das hole ich mir mal schnell. Der war da nie drin. Der kann da nicht rein. Irgendwer muss... Ja, irgendwer muss das sein, aufgemacht Alter. Haben. Ja. Ich guck mal kurz. Na, hier meine Taucherausrüstung habe ich noch. Die Frage ist natürlich, ob ich meine Eisenrüstung nicht noch dabei hatte. Doch, zum Teil hatte ich die, glaube ich, zum nicht. Zum Teil hattest du die, ja, aber hier, ich weiß nicht, ob du hast deine auch weggepackt. Nee, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen. Ach stimmt, meine Sachen, ja. Ja, die klaue ich mir mal. Dann nimm die mal, ja. Mann, mein wunderschöner Knochenhelm. Mein Schwert und alles. Alter, meine Axt. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Ich glaube praktisch gar nichts. Oh, wir müssen einmal schnell ein bisschen was farmen. Oh Mann, ey, dieser kein Quetzel ist so ein Opfer. Stimmt, ach Mann, Alter. Das ist halt echt lächerlich. Kein Wunder, dass der Insel im Boden lag. Zwei Folgen. Ja, Quetzel, ja, hinterher. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen. Wie wir das abgefeiert haben. Das stimmt. Vor allen Dingen wird es auch manche geben, die sagen, oh cool, sie haben jetzt endlich den Quetzel. Ja. Und die anderen denken sich, nee, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Wie wir auch wirklich, ey, wir haben richtig, richtig lange da dran gesessen. Und ich glaube, der Quetzel an sich wird nicht einfacher. Doch. Natürlich. Ja, klar. Dann gucke ich doch mal. Ich benötige ein Schwert. Dafür fehlt mir Leder. Dann packen wir da mal ein bisschen Leder rein. Ich gehe mal kurz auch nochmal mit Manuels Mutter weg und hole ein bisschen Eisen. Ach man, ein 100% Schwert. Ich hätte echt gern so eine 24/7 Kamera, die einfach alles filmt. Das hätte ich tatsächlich auch gern, ey. Das ist schon ziemlich verrückt. Oh, Fasern, 400, aber krass. Das heißt auch, es ist kein einziger unserer Viecher gestorben. Weil das hättest du jetzt gerade auch gesehen. Kein einziger. Außer das Opfervieh. Also du. Ja. Oh, stimmt, meine Flinte. Ah, können wir direkt machen. Alles gut. Easy. Ja, damit bin ich im Grunde genommen wieder gute Quick. Der Alte. Ja, bloß eine Nummer noch lauchiger. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, sollten wir für heute ins Eisgebiet, weil dann holen wir da die letzten Perlen, hoffen, dass wir da nochmal... Weil Polymer ist das größte Problem, ja. Okay. Ey, wir müssen unbedingt... Guck mal, da unten ist Müll. Wir müssen die Viecher mal wegbringen, damit die nicht da rumstehen. Stimmt, Palette ist hier auch echt weit vorne. Also hier muss irgendwas... Sind alle ganz anders, ja. Auch, ja, hier, ich könnte mir vorstellen, dass es entweder ein Alpha war oder eine von diesen Gruppen, von diesen Allosaurus. Ja, sowas Größeres. Die sind auch krass. Ja. Aber ich bin froh, dass Agathe und so nichts abbekommen. Mein Gott, also am Ende des Tages ist es richtig scheiße, dass ich alle Items verloren habe, aber es ist... Es hätte viel schlimmer kommen können. Ja,
Also, immer vor, wir wären reingekommen und alle wären tot. Das wäre richtig dumm. Hast du mein Handy gesehen? Nee. Oh. Ich hätte mal auch letztes Mal nicht dabei, es war einfach weg. Warte, ich hol's mal schnell. Pass auf mich auf, okay? Ja. Und gib mir Fleisch. Ja, ja. Leute, ich hab den einfach umgebracht. Er wird's nie merken. Der wird's einfach nie merken. Ich hab ihn gelootet, weil er ja ein gutes Schwert hatte. Und ja, das hab ich jetzt und werd das auch benutzen. Dem fällt das ja nicht auf. Hab's gefunden. Beine, Junge. Warte mal, wo's lag. Auf Toilette? Richtig. Ich kenn dich, Alter. Ach, du weißt einfach, wie ich ticke. Stimmt, ich wollte eine Frage vorlesen. Was denn? Habt ihr irgendwelche schlechten Angewohnheiten? Ja. Was denn? Ich scheiß mich immer ein. Ich bin dumm. Nee, schlechte Angewohnheit. Habe ich eine schlechte Angewohnheit? Ich möchte manchmal Dinge sofort haben. Das ist eine schlechte. Also sagen wir mal. Das haben aber viele Menschen. Ja, aber es ist ja trotzdem nicht schlecht. Wenn ich irgendwie so... Und dann werde ich auch hibbelig. So irgendwie... Ich sehe zum Beispiel, was, morgen kommt Spiel XY, was mich monatelang nicht interessiert hat, raus. Aber ich will's jetzt, bitte! Vielleicht gibt's das ja schon bei Saturn oder bei Mediamarkt oder bei irgendeiner anderen Seite, wo ich's jetzt schon irgendwie abholen kann oder so. Und so richtig dumm. Und dann jagt er. Und da, ja, und dann verplemper ich da Zeit, anstatt einfach bis morgen zu warten. Und ich bin manchmal... Noch mal schlafen, wenn ich Hunger habe... bin ich manchmal ein bisschen schlecht gelaunt. Also wenn ich so richtig, richtig, richtig dollen Hunger habe. Also jetzt gerade? Nee, ich habe gerade keinen Hunger. Ich bin doch gut gelaunt. Ne. Ich habe gerade alles verloren. Alles? Alles. Alles, mein Mjol. Auch deine Ehre? Nee, meine Ehre habe ich nicht verloren, Brody. Junge, deine Ehre wurde dir so genommen. Von dem Mob. Ja, du könntest ja schon mal zu den Pinguinen gehen. Währenddessen sammle ich hier die Perlen. So, nein! Du hast tatsächlich keine schlechte Angewohnheit. Doch, doch. Erstmal das mit dem Einkacken und halt, dass ich seit meiner Kindheit Fingernägel kaue. Habe ich mir von meinem Onkel mal abgeguckt. Oh, das ist okay. Ja, ein Schulfreund von mir hatte das auch immer gemacht. Warte mal, wie viele Perlen brauchte man denn für die Rüstung? Perlen hatten wir genug. Ach, Perlen haben wir genug? Würde ich schon sagen, ja. Ach, warum lässt du mich? Ja, aber wir brauchen ja immer mal wieder Perlen. Wie, warum lässt du? Ich sehe gerade eine Ader geplatzt oder was? Eine Fliege ins Maul. Ja. Och, organisches Polymer, geil, ey. Oh, dann fetzt das Pinguin-Polymer. Wollen wir uns davon nicht welche ziehen? Okay. Ne, kein Bock, alle tot. Wollen wir nicht einen mitnehmen? Ich weiß gar nicht, wie man die zähmt. Die sterben schon bei uns, weil es so warm ist. Oh, das könnte sein. So, hallo Jungs, tut mir leid. Boah, Level 123? Was? Nee, 22. Tut mir leid, Mr. Kleiner Pinguin. Und noch kleinerer Pinguin. Okay, ich habe 10, 20, 30, 40, 65, 70, 73. Okay, und dann guck mal nach, wie viel wir brauchen. Ah, das weiß ich ungefähr. Also du brauchst die komplette Rüstung mindestens 300. 300? Ja, ja, mindestens. Bin mir ziemlich sicher. Wie viel wir dafür töten müssen. Nein. Tut so weh. Es tut so weh. Ich habe wieder so ein krasses Ding gefunden. Was für ein krasses Ding? Ja, wo so krasser Kram drin ist. Auf so einer Eisscholle. Ernsthaft? Ja, ja. Ich geh ran an das Ding. Oh nein, es ist eine Quetzel-Plattform-Sattel, meisterhaft. Was? Ernsthaft jetzt? Ja, ja, ist der Meister. Was ist das denn für ein Witz? Also, nee, aber warte, nee, scheiße. Doch, Quetz-Plattform-Sattel, das muss. Rüste ein Quetz. Oder ist das? Und noch eine Schiele Brustpanzer. Boah, krasse Überhitzungs. Wie viel Rüstung hat unsere Brustplatte? Die gute, die wir jetzt haben, hat 115. Ach so, Mist. Okay, dann ist die echt nicht besser. Ey, hör auf, meine Pinguine wegzumachen. Hier ist so ein Agathes Mörder. Ach so. Hä, aber warte, ist das jetzt ein Quetzelsattel oder ist das einfach nur das Rezept? Weil das Rezept finde ich besser. Nee, ich glaube, es ist ein Sattel, aber der heißt halt Quetz. Ich kann mal gucken, ob es das ist. Und vor allen Dingen, was dann Quetz ist. Nee, es ist ein Quetz. Okay, genau. Geil. Quetz. Ja, Level mega. 7, also es heißt Quetz-Plattform-Sattel, ne? Ja, genau. Ja, Level 97, genau, das ist es. Ja, geil. Krass. Und in der meisterhaften Ausführung. Ja, das bedeutet, der hat echt, ja, das heißt, dass er richtig viel Rüstung hat dann. Oh, nicht das so ist nicht schlecht. Stirbt. Ich glaube, die sehen manchmal auch richtig geil aus, diese meisterhaften. Da haben die so eine richtig geile Rüstung. Krank, ey, dass du einfach noch so ein Ding findest. Also, was ja, ist das noch war so auf der Seite von so einer Eisscholle. Das war echt praktisch. Oh, hier sind Perlen, die ich ganz easy einsammeln kann. Nice. Was hab ich denn hier gerade gefunden? Ein Basilosaurus-Sattel, wow. Oh Gott! Was denn? Oh Gott, da gehe ich nie wieder hin. Oh Gott. Ich stand am Rand von so einer Eisscholle. Ja.
Und dann wurde ich auf einmal, bin ich da so, ich war ganz am Rand und dann habe ich plötzlich die Unterwasserwelt gesehen, wo so vor mir ein richtig fetter Dino war. Also ein Megalodon, der mir, glaube ich, fast ins Gesicht gesprungen ist. Da ist noch ein Pinguin. Hallo. Schnibbidi Schnappi. Schnibbidi Schnappi, danke für dein Polymer. Ich habe jetzt, oh Gott, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Ja, lass zurückgehen. Glaubst du, es reicht? Ich kann nur mal nachgucken, warte. 150, ja, war, okay. Reicht? Ja, reicht. Okay. Oh, das ist ein Alpha-Kani. Dann geh ich wieder zurück. Ichi! Hallo, Ichi! Oh nein. Ich will den Namen nicht mehr hören. Glaubst du, wir finden hier einen Quetzal? Nee. Die würde ich auch nie suchen. Also wenn, dann würde ich echt da suchen, wo die Leute meinen, dass er da ist. Das stimmt. Aber weißt du, was jetzt ist? Zeit was für denn? Eine neue Frage. Ah, das ist nochmal. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Habt ihr euch jemals gestritten? Nein. Mit Mendel kann man sich nicht vernünftig streiten. Das muss man einfach sagen. Manuel ist komplett streitresistent. Ja, Punkt, Ende aus. Nein, ich finde Streiten aber auch unnötig. Ich finde Streiten einfach komplett überflüssig. Ja. Ja, nicht? Also. Ja, klar, Streit ist immer überflüssig, ja. Wer von euch beiden hätte die Hosen an, wenn ihr ein Paar wärt? Keiner. Wir hätten beide die Hosen aus. Oh ja, so wie immer. Peng, 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 peng. Das stelle ich mir echt stressig vor. Eine Beziehung mit mir? Ja. Junge, ich wäre super klasse. Ja? Ja, klar. Wer ist der größere Ehrengönner? Da würde ich sagen, Manuel. Na, wie willst du das denn fest? Woran willst du das denn festmachen, wer jetzt der größere Ehrengönner ist? Ja, ich meine, man muss sagen, dass wir beide extreme Ehrengönner sind. Das ist ganz klar. Also, ja, stimmt. Sonst also, werden wir den Begriff ja nicht so oft benutzen, ne? Eben, das ist ganz klar. Hier ist eine interessante Frage. Was haltet denn ihr von anderen Gamern, zum Beispiel Hand of Blood? Ach, da lacht er schon wieder. Nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich Max ziemlich, ziemlich cool finde. Was seine Videos betrifft. Privat ist das ein Schuft. Man muss einfach sagen, was er so aus den Spielen manchmal rausholt, was sein Cutter da und in Zusammenarbeit natürlich mit ihm auf die Beine stellt. Also, das ja, ist schon geil. Ist wirklich geil. Und ist meiner Meinung nach auch, wenn man so auf die einzelnen Videos mal guckt, wie krass die teilweise sind, ist er für mich auch die Nummer 1 in Deutschland. Ja, mit Abstand, klar. Ja, dazu muss man aber auch sagen, er konzentriert sich halt auch sehr auf ein Video immer. Er das bringt stimmt. ja zwei Videos die Woche und... Ist halt was anderes, als wenn du, sagen wir mal, wie ich, 14 Videos die Woche raushaust oder 2 die Woche. Ja. Oder wie bei dir 7 die Woche oder teilweise mehr. Bin wieder zu Hause übrigens. Oh, schön für dich. Ja, manche sind halt schneller als andere. Ja, ich habe vielleicht noch nach einem Quetzal gesucht. Ja, danke. Also wenn ihr irgendwer nicht mehr nach einem Quetzal suchen sollte, dann wohl du. Wieso? Quetzal, ey. Kann doch nicht ahnen, dass das kein Quetzal war. Außerdem hättest du ja auch mal gucken können. Nee, ich war nicht der Quetzalbeauftragte. Junge, ach, Axel Voss hat Dulli, mir das gesagt. Der meinte, das ist ein Quetzal, Junge. Echt? Und jetzt Artikel 13. Der wollte uns so hinhalten. Ja. Damit Artikel 13 ablenken. Durchgedrückt wird. und wir bis dahin kein Quetzal haben. Das ist echt eine ganz, ganz schwache Nummer von ihm. Ja. Und auch von uns. Menschlich gesehen einfach nur schwach. Ja, einfach enttäuschend, menschlich gesehen. Ich hoffe, wir haben genug von dem anderen Kram, ne? Wie? Du hast doch gesagt, es reicht. Ja, nee, anderen Kram, nicht Polymer. Ja, was ist denn der andere Kram? Ja, das ist die... Achso, Polymer fehlt gerade. Okay, kommst du? Ja, ich bin sofort da. Alter Mann, ich ist kein D-Zug. Bin Mensch aus Fleisch und Blut. Fleisch und Kott bist du. Nein. So, 3 Teile deiner Rüstung sind schon fertig. Liegt hier wieder ein Ei? Oh ja, die produzieren, glaube ich, wieder ein Ei. Hey, yo. Hallo. Wo soll ich das Polymer reinpacken? Rechts. In den Fabrikator? Ja. Ah, stimmt, die produzieren gerade eins. Zack. Ey, geile Produktion, Brudis. Brudis, super. So, dann kannst du dir die letzten beiden Dinger herstellen. Ach, hast du nicht gelernt, ne? Ja, kann ich auch noch nicht. Ach, stimmt. Dann packe ich hier die Perlen noch rein. Oh, da, dieser Quetz-Plattform-Sattel, Alter. Das ist so nice. Das ist wirklich geil. Vor allem pack den am besten mal in den Tresor rein. Okay. Bevor ich über Nacht wieder weggerackt werde. Genau. So, deine Rüstung ist komplett fertig. Ach, die ist schon drin? Ja. Ja, ja, ja. Oh. Geil, ne? Jetzt zieh ich sie an. Zack, 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 ich hab genug Zement.
und der Aslak. Puh. Du bist ab jetzt eine Maschine, offiziell. Eine absolute Kampfmaschine, ja. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.